Welcome to the next level. Welcome to the next level. Welcome to the next level. Welcome to the next. Welcome to the next level. Welcome to the next level. So, hallo liebe Freunde. Ich habe schon sehnsüchtig drauf gewartet. Und zwar die Apple Watch Series 6. Ich habe sie heute endlich gekriegt. Sie kam per Post, per Express und hatte sie direkt bei Apple bestellt. Wir werden ja auch gar kein riesen Unboxing machen, weil der Karton oder den Inhalt kennt eigentlich jeder. Was aber nicht jeder kennt, ist die Apple Watch an sich oder die neue Technik, die dahinter steckt. Und darauf soll sich eher das Video hier beziehen. Deswegen legen wir direkt mit der Apple Watch los. So, und hier ist das wunderschöne Stück Technik, die Apple Watch Series 6. Ich habe drauf gewartet, wie Weihnachten war das, wo die heute Morgen kam. Man sieht hier hinten auf der Rückseite, ist leider ein bisschen schon eingeschmiert, so ist das manchmal, sieht man die neuen Sensoren, die Fotosensoren, die hatten sich ja bei 4 und 5 nicht geändert. Hier hat sich einiges geändert und das ist der neue Pulsoximeter, der jetzt da drin steckt und der einem dann den Blutsauerstoffwert anzeigt. So, wir wollen ja direkt mal hier ein kleines Technik-Special auch noch machen und deswegen zeige ich mal, wie man so eine neue Apple Watch 6 einrichtet. Das ist schon direkt hier eingeblendet worden und zwar, dass ich eine neue Apple Watch habe und diese auch mit meinem vorhandenen Handy koppeln möchte. Da sagen wir natürlich direkt mal, jawohl, das wollen wir. Dann geht hier als erstes direkt dieses Fenster auf für eine neue Apple Watch zu konfigurieren. Da sage ich für mich selbst. Ansonsten kann man auch natürlich sagen für ein Familienmitglied. Dann kommt, wie man schon von Anfang an kennt, die Möglichkeit oder die Funktion, dann hier das Ganze zu koppeln. Das kann natürlich jetzt hier einen kleinen Moment länger dauern durch die LED-Lichter, die ich hier überall anhabe, damit das hier vernünftig ausgeleuchtet ist. Und jetzt sagt schon, dein Apple Watch ist gekoppelt. Wir möchten aus einem Backup wiederherstellen, damit ich meine Einstellungen auch wieder da habe. Ich habe vorhin schon einmal hier ein bisschen rumgespielt, deswegen nicht wundern. Dann nehmen wir das von heute Nachmittag, 15:41 Uhr, weil ich habe ja die Apple Watch 4 und beziehungsweise hier oben nehmen wir sogar, dass ich mich derzeit gekoppelt. Hier unten ist ein älteres Backup, weil ich habe meine 4er, habe ich mich noch hier liegen. Da mal gleich zum Vergleich, dann sagen wir hier oben derzeit gekoppelt, gehen auf weiter. Das dauert ein kleines Momentchen. Dann wird gesagt, deine Apple Watch wird verbunden. Das kann einen Moment dauern. Dann müssen wir einmal die allgemeinen Geschäftsbeziehungen akzeptieren. Dann muss ich hier einmal kurz mein Passwort eingeben. Teilweise geht das auch ohne, das ist immer je nachdem. So, nachdem ich dann mein Passwort und meine ID eingegeben habe, wird das überprüft kurz und dann kann man sagen, hier geteilte Einstellung. Das ist klar, die Apple Watch ist ja mit dem iPhone gekoppelt und so ist das natürlich synchron. Jetzt kann man hier noch gucken, wie groß man gerne die Schrift hätte. Das finde ich schon ein sehr, sehr cooles Feature. Übrigens hat schon die Anzeige gedreht, deswegen drehen wir jetzt gerade mal die Uhr auch dazu. Und da kann ich dann sagen, welche Schriftgröße ich hätte. Meine Augen sind noch sehr, sehr gut eigentlich. Dadurch kann ich sagen, okay, ich hätte gerne die kleine Auflösung hier von der Schrift. Dann kann ich fortfahren. Dann kann ich jetzt auch sagen, ich hätte gerne, ich schiebe es mal ein bisschen hoch, damit man es auch kennt, einen längeren Code wie nur 4 Zeichen. Und kann ich Ihnen auf jeden Fall nur empfehlen, weil das sichere ist, gerade wenn man darüber auch bezahlt und was. Falls es doch mal verloren geht, dann ist es nicht ganz einfach zu knacken. Aber wir machen das ja gerade hier zu Demo-Zwecken, deswegen sage ich hier Code nicht hinzufügen. Apple Watch natürlich auf den neuesten Stand halten. Später laden. Dann ein sehr, sehr cooles Feature, das gibt es auch schon seit Anfang an, ist die Notruf- und Sturzerkennung. Kann ich jedem auf jeden Fall nur empfehlen zu aktivieren. Mir ist es jetzt Gott sei Dank noch nicht widerfahren, aber eine Arbeitskollegin und die hat es nicht aktiviert gehabt, sonst
ja, wäre vielleicht schon schneller jemand darauf aufmerksam geworden. So, als nächstes kann man natürlich dann hier verschiedene Ziffernblätter wählen. Und nun wird die Apple Watch synchronisiert. Das dauert so etwa 10 Minuten. Ich mache jetzt hier einen kleinen Break und wir hören uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn das vollzogen ist. Teilverliebt. Der ein oder andere kennt es schon vorhin, wo das Backup abgefragt worden ist. Hier ist es jetzt zwar mal nicht der Fall. Da wird sogar das Gehäuse in der Farbe dargestellt, wie es abgespeichert worden ist. Im Backup. Also das sind schon so kleine Details, wo die immer drauf achten. Das ist schon echt der Wahnsinn. Auch der Kopplungsvorgang, das ist schon alles sehr, sehr schön gelöst von Apple. Und da macht man sich wirklich Gedanken, dass der Nutzer einfach so wenig Arbeit und Stress wie möglich hat und Apple dafür dann auch weniger Anrufe vielleicht kriegt, weil irgendwas nicht hinhaut. Vorhin das mit der Passworteingabe ist eigentlich auch nicht der Regel. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich schon einmal die neue Apple Watch mit gekoppelt hatte. Und nachhinein sagte, ey, eigentlich könnte ich ein Video drüber machen, wie der Kopplungsvorgang abläuft. Da muss ich natürlich einmal das Ganze zurücksetzen, aber macht ja nichts. Umso cooler wird es jetzt hier gleich. So, jetzt sagt mir die Apple Watch und das iPhone, willkommen bei Apple Watch. So, jetzt sind wir hier einmal drin und ich schiebe mal die Vierer daneben. Erstmal weg und so, jetzt kriegen wir das einmal quittiert und jetzt ist die Apple Watch konfiguriert. Das eine, was mir vorhin schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Bug ist oder was weiß ich, im Prinzip ist das Ziffernblatt schon identisch, bis auf die Farben. Das hat vorhin auch schon nicht gestimmt, weil ich will immer hier dieses, das finde ich immer schön neutral. Ah, jetzt habe ich mich da einmal verdrückt. Na, jetzt lassen wir es mal bei Gelb. Ist ja nicht so schlimm. Da haben wir jetzt nochmal einen Vergleich von beiden Uhren nochmal hier. Sind beide wirklich super verarbeitet. Egal, ob das jetzt eine 4 ist oder die neue 6. Also da nehmen sich beide nichts. Die 6er ist da jetzt nicht irgendwo nochmal besser geworden. Aber ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil, ja, was will man noch verbessern erstmal? Außer, dass vielleicht irgendwann mal das Display bis zum Rand geht. Das wäre so noch so eine schicke Sache auf jeden Fall. Was jetzt neu ist, dass das Display heller geworden sein soll, konnte ich so teilweise feststellen. Also man sieht es jetzt hier zum Beispiel dran. Upsa. Na? Ich schiebe mal das iPhone hier so ein bisschen an die Seite. Und die beiden mal so ein bisschen in den Mittelpunkt. Was ich feststellen konnte, ist auf jeden Fall, warum schiebt er denn als hier rüber? Ist ja lustig. Was? Macht sich gerade selbstständig. Ja, warum auch immer. Was ich jetzt festgestellt habe, ist auf jeden Fall, dass hier so ein bisschen die Farben noch ein bisschen weißer wirken. Also das Weiß ist jetzt ein bisschen schicker noch geworden und natürlich ist es alles ein bisschen heller geworden. Ich glaube, was hier noch gerade noch, ach, es kann natürlich sein, dass hier, ah ja, ich weiß jetzt, warum es hier noch nicht schiebt. Das war jetzt kein Fehler gewesen. Hier läuft noch gerade die Installation der einzelnen Apps ab. das war das auf jeden Fall gewesen. So, genau, wir wollten mal gerade hier Display und Helligkeit. Ich habe die bei der 4, habe ich die schon komplett hochgeschraubt. Ist natürlich auf dem Video immer schlecht darzustellen. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt da keinen riesen Unterschied festgestellt. Wie gesagt, man sieht es so ein bisschen an den Farben. Das hier ist ein bisschen, wirkt noch ein bisschen sauberer, das Weiß. Hier ist so ein bisschen, als wenn das ein bisschen wärmer ist und ein bisschen gelbstichiger. Ansonsten, die Geschwindigkeit bei der 4 war schon super gewesen, bei der 5er sowieso auch. Und ja, die 6er packt da jetzt nochmal ein Stückchen drauf. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt ein Riesenunterschied ist. Ja, geschwindigkeitstechnisch, also sind da beide weit vorne. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so den Kaufgrund dafür, dass ich sage, ich müsste mir jetzt die 6er holen. Für mich war der größte jetzt der Kaufgrund gewesen, der neue Pulsoximeter, mit dem man auch jetzt einfach den Blutsauerstoff
Wert messen kann. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Ich werde es mal drunter schreiben, die Geschichte dazu, dass ich letztes Jahr eine Herzoperation hatte, also ein Eingriff, jetzt kein Rieseneingriff, eine Ablation gewesen, und dank der Apple Watch ist das aufgefallen. Ja, so, soweit erstmal dazu. Display, wie gesagt, haben wir schon gerade angesprochen. Was neu ist, ist jetzt der Kompass in der Apple Watch, weil die Apple Watch hat mich jetzt einen Kompass verbaut und einen Höhenmeter hatte sie vorher auch indirekt gehabt, der war aber nicht, bei weitem nicht so genau gewesen. Der neue kann da deutlich mehr und wie gesagt, hat jetzt auch einen Kompass hier drin, der auch super funktioniert. Den brauchen wir jetzt nicht wirklich, einen Kompass erstmal so, aber für verschiedene Apps oder sowas oder Anwendungen dafür ist das dann einfach gedacht. Oder wenn man jetzt mal wandern geht, auf den Berg steigen oder sowas. Das ist ganz nett auf jeden Fall, dieses Feature. Ja, hier kriegt man nämlich auch angezeigt, auf welchen Höhenmeter wir uns gerade befinden. 162 Meter. Und dann kann man jetzt auch hier das Gefälle sich anzeigen lassen. Das habe ich selber noch gerade gar nicht gesehen gehabt. Und ansonsten hier Längen- und Breitengrad. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, ansonsten gibt es hier noch eine Peilung hinzufügen. Da habe ich aber mich noch nicht mit beschäftigt. Aber man entdeckt auf jeden Fall immer mal was Neues, Cooles. So, mittlerweile habe ich mir mal die Apple Watch angelegt. Und da ist dann ein neues Symbol dazu gekommen. Das ist nämlich das hier, wo wir den Blutsauerstoff messen können jetzt. Schade ist, dass das nicht in einer App gelandet ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass die EKG-App und Blutsauerstoff zusammengemessen wird. Aber vielleicht hängt das auch mit den Sensoren zusammen, dass das nicht auf einmal geht. Aber mal schauen, vielleicht kommt da auch noch irgendwo ein Update von Apple, dass das dann machbar ist. Ja. So, da machen wir mal eine Messung. Das dauert so 15 Sekunden. Im Übrigen darf man den Arm nicht jetzt irgendwie hochkant halten oder ja, senkrecht es nicht beenden kann, und die Uhr stoppt dann einfach den Vorgang. Also man sollte schon den Arm so auf den Tisch liegen lassen, so wie es jetzt hier auch ist, und dann kann die Messung auch stattfinden. So, jetzt haben wir hier einen Blutsauerstoffwert von 98%. Apple sagt dazu selbst, dass es nicht hundertprozentig stimmt. Das ist so ein bisschen, ja, mit Algorithmen und was weiß ich, wird das geschätzt. Also das sind so 1-2 Prozentpunkte, ist eine Abweichung wohl drin. Aber da bin ich mal gespannt, was so der ein oder andere Test dazu sagen wird. Oder auch so Langzeitergebnisse. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im Übrigen habe ich mich bewusst für die GPS-Version oder GPS-Version entschieden. Weil LTE ist zwar schön und gut. Also wenn man hier eine eSIM noch mit drin hätte, dann könnte man natürlich das Handy zu Hause lassen. Und man hat natürlich laufende Kosten. Und da muss man mich so nochmal 5 Euro im Monat rechnen für diese eSIM meistens bei den Anbietern. Und ein Nachteil ist, man kann nicht dann zum Beispiel bei U2 sein und eine eSIM von Vodafone nehmen. Das geht mich aktuell nicht. Also es muss dann schon vom gleichen Anbieter sein. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video von mir gefallen und ihr lasst mir gerne einen Kommentar da oder einen Daumen, und dann mache ich vielleicht in Zukunft auch noch mehr Videos in diese Richtung oder in eine andere Richtung. Da könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis bald und bye bye.